Ich meine, sie hat es schon echt nicht leicht, aber das möchte ich nicht. Das Messer brauchen wir vielleicht dann, wenn wir gehen oder so. Mädel, du bist zurück von den Toten? Halleluja, preise den Herrn. Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady. Spärliches Königreich. Hey, da liegt eine Spritze, das ist... Nein. Nein, nein. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber er ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Das ist die, Jim, die Stimme von Joel. Von The Last of Us. Das ist Tuesday, sie ist schwanger. Armes Ding. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Danke, Stan. Ja. Gut. Ich glaube, dann können wir gehen, oder? Haben wir jetzt hier mit allen gesprochen? Wo sind wir lang? Oh Mann, Jody. Da ist unser Vorrat schon leer. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen das besorgen. So sehen wir alles bei uns hier so läuft. Ja, ja, ich komme mit. Let's go, Joel. Lass uns ein paar Zombies und Klicker schlachten. Oh, die Stimme von Joel, das finde ich gerade voll cool. Muss jetzt Mülltonnen durchsuchen. Wir brauchen etwa $5, das reicht für was Warmes. Wir zum Betteln. Hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. So, das mit der Kamera. Ah. Du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht. Das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden oder eine Woche. Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben.
Viel Glück dann. Viel Glück, danke. Kann ich den hier sprechen? Okay. Halt so hinsetzen, aber sonst nichts. Seit wann ist die Stadt so ein Ghetto? Hey, das ist doch nichts Neues. Die Wirtschaft läuft eben nicht. Manche machen halt schwere Zeiten durch. Ja, echt wahr. Ja, und hier ist jemand, der gerade schwere Zeiten durchmacht und ihr Elfen. Oh, die hängen. Ich glaube, der Supermarkt ist voll. Ich glaube, die kommen nicht mehr rein. Wir dürfen auch nicht rein. Ah, das ist ein Mülleimer, den können. Denke ich. Tina. Eimer. Wir essen das. Ich hab so Hunger. Ich glaube, das ist nicht gut, aber... Wir haben Hunger. Wie bescheuert das aussieht, da an der Eingangstür. Also das Kapitel scheint bei mir ein bisschen verbuggt zu sein. Erst der Hänger und jetzt... Die Leute am Supermarkt. Wir geben nicht auf. Wir kommen hier wieder irgendwie raus. Ein paar Dollar extra verdienen. Vielleicht habe ich da was. Sie wollen mir helfen? Naja, ich finde, ich tue dir einen Gefallen und du tust mir einen Gefallen. Ich glaube, das ist nicht. Und dann kommst du kurz mal mit? Ich brauche deine Knete nicht, Arschloch. Die kannst du dir in den Arsch stecken. Nee. Hier können wir irgendwie nichts mehr durchsuchen. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte gehofft, wir finden vielleicht noch woanders was zu essen. Über die Straße gehen, zu den anderen beiden da. Wir können nicht über die Straße gehen. Ich hab gesagt, wenn's ihm nicht passt, soll er gehen. Und dann? Dann war Ruhe. Geschieht ihm recht. Abend.
Oh je. Such dir einen Job, du Schnorrer. Was passiert mit mir? Hey, das war Ellie. Das gehört? Das ist nicht, was ich wollte. Na, wie ist das Spiel? Gut. Also, ich habe noch ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf. Aber das Spiel ist gut. Doch, gefällt mir sehr gut. Wir können das nicht machen, Aiden. Ich bin kein Dieb. Doch, wir sind ein Dieb. Ich muss es tun. Wir haben genug. Wo sehen wir, wie es denn geht? Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Es waren dann nur $10, oder? Jody, so. Wenn du das Geld gestohlen hast... Das wird ganz bestimmt niemand vermissen. Damit kriegen wir heute was zu essen. Stan, ich habe dafür niemanden umgebracht. Ich kaufe uns jetzt Essen davon. Du bleibst hier. Jetzt ist niemand mehr an der Supermarkttür festgebackt. Jetzt können sie alle rein und raus, wie sie wollen. Ich soll hier warten. Was hast du denn hier? In der Lotterie gewonnen, alter Glückspilz? Aiden? Ich bin doch voll eingeklemmt. Haut ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Lass laufen, ey. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Miststücken tun. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Verdammt. Warum klappt es jetzt plötzlich nicht mehr? Das fing so gut an. Fuck. Das Miststück ist krank. Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren 4 von ihnen. Du warst allein. 4 Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wiederkommen. Okay. Ich dachte, ich muss einen losschicken, aber wir haben es einfach als Jody geschafft. Nein. Tun das okay, nicht. Leute. Kommt zum Essen. Komm schon, Jody. Los, hol dir auch was. Hey,
Ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren 4 Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte er sie umgebracht. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Oh nein, da hat sich doch was gespritzt. Drogen. Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Rat nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Wie lange seid ihr schon hier? Die Brücke fand ich so vor ungefähr 6 Monaten. Traf ja Walter. Jimmy tauchte auf. Tuesday ist hier seit etwa 3 Wochen. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich hab Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden. Er ist immer bei mir. Er ist auch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Würde ich aber ehrlich gesagt auch denken, wenn mir das jemand erzählen würde. Ich glaube, jetzt werden wir es demonstrieren, oder? Hä? Hä? Wer ist die denn? So unsere Mutter, oder? Hä? Was machst du? Vertrau mir. Jody, alles klar? Stan, mein Lieber. Jody, lass das, das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. 4 lange Jahre. Nancy. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Ich war niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh mein Gott. Bricht mir das Herz, du scheinst so verloren, so gebrochen. Es ist hart, Nancy. So hart. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was wir zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben.
arbeite wieder, verliebe dich, sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Ach, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Gottverdammtes Wunder. Jody? Danke. Ja, das ist wirklich gruselig, wenn die dann diese leeren Augen hat. Aber sie kriegt kein Nasenbluten mehr. Oh oh. Nicht gut. Tuesday. Ist es. Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein. Nicht ins Krankenhaus. Oh. Sie nehmen mir mein Baby weg. Oh nein, niemand kriegt mein Baby. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Oh, mein Baby. Oh, ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Halt durch. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Uns fällt was ein. Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los. Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine, warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja. Aber ihr müsst euch verdammt beeilen. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen gewesen, dass sie vorhin meinte, dass das Kind seit einem Monat nicht mehr tritt. Jody, komm schon! Kann nicht schneller laufen. Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung, wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich habe keinen. Aber uns fällt was ein, komm! Es ist nicht nur für dich verwirrend, Susi, als Späteinsteiger. Es ist auch für mich noch sehr verwirrend. Wir springen ja in dem Spiel auch in der Zeit. Drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Gott verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Kann Aiden noch nicht rufen? Lass mich nur machen. Hä? Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Weh, der klaut jetzt. Ja, vorhin noch am Meckern. Aber was anderes macht er jetzt ja halt auch nicht. Wo muss ein Schalter für das Rolltor sein? Hier im Wagen, oder? Ein Schalter. Wir müssen den Schalter finden, um das Tor zu öffnen. Wie gedacht, der Schalter ist vielleicht... So, hier ist. Doof, sorry. So.
Nein, es war noch nicht genug. Was muss ich noch tun? Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Oh, wir haben, glaube ich, keine... Oh, wir haben die Alarmanlagen nicht aus, oder? Oh! Scheiße, ein Alarm! Ich hätte es wissen müssen. Beeilen wir uns, die Cops werden jeden Moment hier sein. Nein, ich möchte das so nicht. Oh, ich habe mich noch gewundert, warum da jetzt steht los oder noch nicht. Ich kann aber auch einen nicht mehr rufen. Ich habe so viel nicht tragen können. Okay, dann lass uns hier abhauen. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Mist. Auch doch mal schneller. Warum trägt sie nichts? Sie stand doch einfach nur panisch vor dem Supermarkt. Anstatt sie vielleicht erstmal schnell mit reingerannt wäre. Ich meine, der Drops war eh gelutscht. Aber sie stand da vor dem Supermarkt. Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Oh, ich hoffe, das Baby lebt, ne? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle. Außer Jody. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Okay, keine Sorge, wir finden einen Weg, uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Julia, das Baby kommt sicher nicht, wenn die Hose noch an ist. Aber sie wird jetzt ausgezogen. Und jetzt... Handtücher. Ich kümmere mich um die Matratze. Halt durch. Okay, du kriegst das hin. Atmen. Okay, bitte, Tuesday, immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme doch. Oh, verflucht, ich mach doch. Komm schon, pressen. Pressen. Ja, es ist fast da. Okay. Machst du das? Ich kann sie sehen! Der Kopf ist schon da! Ich sehe den Kopf! Jetzt pressen! Sie ist da, Tuesday. Sie bewegt sich. Oh, sie bewegt sich. Es war meine erste Geburt.
fest noch die Nabelschnur. Babe. Was? Warum ging das jetzt nicht? Wir schaffen das. Mom und du.